Es war an sich eine Oberkreide-Exkursion an einem Sonntag, schon mit PKWs. Also das war schon die Neuerung, dass man nicht mehr einen Bus hatte, sondern mit PKWs, einzelnen PKWs. Und dann sagen wir, um 5 Uhr waren wir fertig und es war September, ne? Also noch hell. Und irgendwie, nach was machen wir denn jetzt noch? Ach, wir fahren mal nach Peter auf den Berge, nach Eisernen Anton, auf der Osthälfte, östlich vom Pass. Da ist ein alter Ostlingsandsteinbruch, der wird gerade als Bauschuttdeponie verwendet für Schilfsandstein aus dem Aushub von dem Sparkassenzentralgebäude in Sieker. Wir fahren dahin, riesige Blöcke liegen rum. Ich stehe auf der Blockhalde und gucke, wie die da nun ihre mühselig ihre Schachtelhalmreste suchen im Schilfsandstein. Ja, und auf einmal, ja, ich musste aufpassen, dass da nicht die Jugendlichen so sehr rumspringen, denn man kann sich da schnell mal ein Bein brechen zwischen den Blöcken, wenn man abgleitet. Und plötzlich da vor meinen Füßen grinst mich dieser Schädel an. Nicht? Dann ging das so richtig, klick, 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 und dann schrie ich, ich hab was. Und dann war das aber ein Riesenblock, der war etwa, in der Länge jedenfalls wie dieser Schrank, halb so breit und dann etwa 2 Schubladen dick, also kaum von einem zu heben. Wie kriegen wir das jetzt an mein Auto auf dem Parkplatz? Da waren etliche Meter dazwischen, vor allem auch Höhenunterschiede. Ja, und dann blieben immer mehr Spaziergänger dort auf dem Hermannsweg stehen. Das ist diese Kamm, der Weg über den Ostlingsandstein nach Osten. Und guckten und ja, dann wurden da so geknickte Buchenstämmchen bereitet, um eine Trage herzustellen. Ja, und dann haben also etliche Mann an den Stämmen getragen und mittendrauf lag dann dieser Block. Und Spaziergänger haben auch noch mitgemacht. Es war also jedenfalls ein Mordsvolksfest. Schädel? Ja, das ging dann bis hier. Also ich denke, an die 2 Meter kriegen wir. Es waren im Unterkiefer 2 scharfe Fangzähne, also quasi Eckzähne ausgeprägt, die dann auch durch Höhlungen, Alveolen des Oberschädels hindurch stecken konnten. Es hatten aber auch etliche Reusenzähnchen an den Seiten hatten sich befunden, die ich gesehen habe, im noch unpräparierten Zustand. Das, was in einem damaligen Waldsumpfmoor gedeihen konnte, vor allen Dingen ist es der Schachtelhalm Equisetitis arenaceus, der in Fülle dort stand und wegen seiner Stängelfossilien nun mit Schilf in der geognostischen Zeit, also des Beginns unserer geologischen Wissenschaft, verwechselt worden ist. Daher heißt diese Sandsteinschicht im mittleren Keuper Schilfsandstein, aber der Schilf ist, wie gesagt, es gehört zu Schachtelhalmen. So, dann gab es natürlich eine sehr ausgeprägte Insektenwelt schon. Die Insekten, die werden nun schon wesentlich früher ins Dasein dieses Planeten eingetreten sind und mit Libellen und ähnlichen Tieren, die unter Umständen auch Beute gewesen sein könnten. Es war eine riesige Sandebene, die damals quer durch Deutschland zu verfolgen war, mit verwilderten Flusssystemen, die den Abtragungsschutt eines nordöstlich gelegenen Festlandes hier nun abgelagert haben. Flüsse, die nun ihre Laufrichtung immer wieder verändert haben, also eine dauernde Umlagerung, Verlagerung in einem damaligen recht warmen Klima. Der Kontinent lag, unser Kontinent lag wesentlich weiter südlich. Es hat ja nun damals die Pangäa, das große Festland der Karbon- und Permzeit, gerade wieder in einer Unruhe sich befunden und ist auseinandergebrochen. Die einzelnen Schollen, so nun auch Europa, wanderten allmählich nach Norden,
ein Mittelmeer bildend, Tethys genannt, aber sie war noch nicht weit, ist etwa in einem Grad, 30 Grad nördlicher Breite lag unser hiesiges Gebiet in damaliger Zeit. Es war also recht warm. Es ist jedenfalls dann auch fachkundig präpariert worden, nochmal nachpräpariert worden, weil, wie gesagt, gerade in diese Schicht ist sehr anfällig. Also wir haben kaum Pflanzenfossilien hier bewahren können, die sind alle zerfallen inzwischen. Wir haben kein Mittel gegen diesen Pyrit- oder Makassit-Zerfall hier. Ich weiß auch nicht, ob man inzwischen wirklich schon was gefunden hat. Jedenfalls, wenn es was gibt, ist es sehr aufwendig. Und ich habe dann einfach mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel hier gearbeitet.